AFB. Türen geöffnet.
Willkommen bei Train Sim World 2, einer immersiven und hochdetaillierten Eisenbahnsimulation mit authentischen Strecken und Zügen aus aller Welt. Sie haben Aktionspunkte erhalten. Diese werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt und zu Ihrer Gesamterfahrung hinzugezählt. Man muss stetig auf die umgebende Welt. Außer dem Fahren von Zügen gibt es viele Anforderungen für die Bewegung zu Fuß. Bewegen Sie sich jetzt. Dies ist eine von vielen interaktiven Handlungen, aber nicht alle sind so leicht zu entdecken. Sie können das Erlebnis jederzeit anhalten, um Ihre vorherigen und derzeitigen Ziele anzusehen. Überprüfen Sie sie jetzt und kehren Sie zum Spiel zurück, sobald Sie fertig sind.
Sie werden viel Zeit mit Fahren verbringen. Setzen Sie sich also auf den Lokführersitz. Eine Blickfeldanzeige ist jetzt rechts auf dem Bildschirm. Diese zeigt an, was der Zug macht. Dies ist die Geschwindigkeitsanzeige. Die weiße Nadel zeigt Ihre derzeitige Geschwindigkeit. Die rote Markierung zeigt die derzeit erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Dies ist das Richtungswender-Display. Ein Pfeil zeigt Ihnen die Stellungen vorwärts, rückwärts und neutral. Dies ist die Leistungsanzeige. Eine Zahl zeigt die Position des Leistungsreglers an. Dies sind Bremsindikatoren. Sie zeigen den Zustand der verschiedenen Bremssysteme an und ermöglichen deren unabhängige Steuerung. Oben rechts sind die Signal- und die erlaubte Geschwindigkeitsanzeige. Diese zeigen an, was sich nähert und eine Countdown-Distanz, ab wann es in Effekt treten wird. Einige dieser Anzeigen können im Einstellungen-Menü ausgeschaltet werden, wenn Sie eine größere Herausforderung wählen möchten. Dieser Zug ist bereit für die Abfahrt. Schieben Sie den angegebenen Hebel ganz nach vorn, um loszufahren. Die Strecke verläuft von hier aus bis zur Grenze zu den Niederlanden und Belgien und ist Teil des internationalen Streckennetzwerks von Zügen, die quer durch Europa fahren. Bei diesem Zug handelt es sich um einen Intercity-Express der dritten Generation, der von Siemens in Deutschland für den internationalen Einsatz gebaut wurde. Er besteht aus 8 Wagen und verfügt über eine Höchstgeschwindigkeit von 320 Kilometern pro Stunde. Train SimWorld bietet Ihnen bei der Fahrt eine Auswahl an verschiedenen Kameraansichten. Werfen wir jetzt einen Blick darauf, während wir diesen Zug erkunden. Es stehen weitere Innen- und Außenkameras zur Verfügung, die untersucht werden können. Diese können über das Kameramenü ausgewählt werden. Sie haben hier nur ein kleines Gebiet gesehen. Schauen wir, was es sonst noch zu entdecken gibt. Willkommen im Westen von Deutschland. Bereiten Sie sich auf eine Hochgeschwindigkeitsfahrt auf der ersten internationalen Eisenbahnstrecke der Welt vor. Erleben Sie den Nervenkitzel beim Fahren des hochmodernen elektrischen Hochgeschwindigkeitszugs ICE 3M mit bis zu 250 km pro Stunde. Nehmen Sie alternativ die Sehenswürdigkeiten der Grenzregion in Augenschein, während Sie den vielseitigen Gelenktriebzug BR 442 Talent 2 fahren. Ob internationaler Express oder beschaulicher Pendlerzug, Sie bestimmen das Tempo. Vergessen Sie nicht, auf dem Weg Streckenkarten zu platzieren, Sicherheitsschilder anzubringen, Verkehrsleitkegel zu platzieren und Erste-Hilfe-Punkte aufzufüllen. Willkommen auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Köln-Aachen. Willkommen zur Lokführerschulung.
Hier werden sie durch den Betrieb eines elektrischen Hochgeschwindigkeitszuges ICE 3M geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die Zugvorbereitung, wesentliche Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Im normalen Fahrbetrieb wird dieser Zug durch einen Stromabnehmer, der mit der Oberleitung verbunden ist, elektrisch angetrieben. Jedoch ist dieser Stromabnehmer momentan gesenkt. Wir müssen deshalb die ersten Einstellungen mit Hilfe der Hilfsbatterie vornehmen. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Aktivieren Sie nun den Stromabnehmer, sodass er sich hebt und mit der Oberleitung verbindet. Zugbeeinflussung. WB gesperrt. WB gesperrt. Stellen Sie die Außenlichter für den normalen Fahrbetrieb ein. In dieser Einführung fahren Sie in den Kölner Hauptbahnhof ein, um den Fahrgastbetrieb durchzuführen. Der Zug ist jetzt abfahrbereit. Lösen Sie die Bremsen und erhöhen Sie die Leistung ein wenig, um loszufahren. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen.
Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Zerriegeln Sie diesen Führerstand und wechseln Sie in den anderen, während die Fahrgäste einsteigen, da wir den Bahnhof in der Richtung verlassen werden, aus der wir gekommen sind.
Beeinflussung. WB gesperrt. Gute Arbeit. Dieser Zug ist jetzt abfahrbereit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen.